Hallo von den Elektroschwaben. Nach einer kleinen Pause geht es heute weiter mit dem Sion von Sono Motors, mit dem Peter eine ganz besondere Verbindung hat. Zeit also für die Elektroschwaben, den aktuellen Entwicklungsstand des Sion am Ladepark in Zusmarshausen zu begutachten. Kurzes Intro und dann geht's los. Bevor wir jetzt dann heute zu einer kleinen Probefahrt im Sion von Sono Motors hier am Ladepark in Zusmarshausen starten, haben wir hier wieder mal den Peter und der hat eine durchaus bewegte Vorgeschichte mit Sono Motors. Es ist also niemand, der das Auto heute das erste Mal sieht dann oder das erste Mal davon hört. Peter, vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, zu deiner Sono Motors Geschichte. Es hat angefangen 2017, da habe ich ja den Ioniq Classic Kit und da kam ja raus, dass jetzt Sono Motors den Sion bringt und da war das Crowdfunding und das fand ich richtig gut, habe mich da beworben, habe da auch was angezahlt für das Fahrzeug und 2018 hatte ich dann die erste Möglichkeit, mal Probefahrt zu machen in Neu-Ulm und auch mal einmal in Stuttgart. Und war eigentlich so ganz begeistert von dem Fahrzeug und dachte eigentlich, dass so wie es jetzt generiert wurde, dass es 2019 hergestellt wird. Wann war für dich sozusagen dann, du hast ja angezahlt, ja. Und bist aber irgendwann dann ja ausgestiegen aus der Sache, oder hast du ja? Ja, weil das... wenn was versprochen wird, dass es bis dorthin geliefert wird und man hält seine Versprechen nicht ein. Also was soll ich jetzt da viel sagen? Also viele haben ja das ganze Auto anzahlt und warten jetzt schon 5 Jahre oder 4 Jahre drauf, bis es kommt auf den Markt und es gibt immer noch nichts. Dann, was ich arg traurig finde, jetzt haben sie die Sions, aber keiner hat eine Straßenzulassung. Ja, wieso das bedeutet jetzt in die Probefahrt, die wir jetzt gleich machen im Sion, wir sind ja angemeldet für heute um 11, wird dann wahrscheinlich auf dem Gelände stattfinden. Das heißt, wir können nicht auf die Autobahn rausfahren mit dem Fahrzeug. Nein, die haben keine Zulassung, Straßenzulassung. Okay. Ist nur für privat. Also deswegen verstehe ich das nicht ganz, warum man jetzt, so wie es generiert, in letzter Zeit kommen ja viele Schriftverkehr und was sie alles haben und das sind jetzt auch Testen. Also das Marketing ist, ja, das Marketing ist, sind sie gut. Ja. Würdest du jetzt, wenn der Sion jetzt, also ich glaube die neueste Prognose ist so Serienanlauf irgendwann 2024, wenn der Sion jetzt wirklich irgendwann Mitte, Ende 2024, jetzt mal optimistisch gedacht, auf die Straße kommt, wäre das noch ein Fahrzeug, wo du drüber nachdenken würdest, oder? Oh, das Fahrzeug in sich ist ja nicht schlecht. Die Idee ist auch sehr gut und das, was es kann, ist es auch nicht schlecht und vom Preis-Leistung ist es auch nicht schlecht. Aber es muss halt dastehen, dass man es kaufen kann. Ich glaube, so in der normalen Automobilindustrie sagt man, Fahrzeug, also quasi ein völlig neues Fahrzeug bis zur Serie. Eine Milliarde, Sono Motors war jetzt damals für, ich glaube, 500 Millionen war so die letzte Ansage, was das Ding wohl kostet. Wir stehen jetzt irgendwo bei 200 und ein bisschen was und fällt doch dann noch ein ganzes Stück, bis das Ding dann wirklich aus einer Produktionshalle rollen wird. Ja, aber wisst ihr, wenn es jetzt schon kein Fahrzeug gibt, wo keine Straßenzulassung hat, das Fahrzeug, das ist immer noch ein Bastelfahrzeug. Das ist für mich kein richtiges Fahrzeug. Es hat keine Straßenzulassung. Wenn man jetzt so viel Geld hat, hätte man zumindest 3-4 Fahrzeuge zum Testen, 2 Stück zum Testen und 2 zum Vorführer, dass man auf der Autobahn mal fahren kann oder auf der Landstraße, um das Fahrzeug richtig auszuprobieren. Das ging jetzt aber aus, jetzt muss ich ganz naiv sagen, ich habe uns 2 Jahre angemeldet, aus dieser Anmeldung ging das irgendwie nicht hervor, dass ich mit dem Ding jetzt nicht irgendwie hier in die über Land fahren kann oder mal auf die Autobahn raus. Es war eigentlich, es steht dran, Probefahrt. Also ich bin jetzt gespannt. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass ich nicht auf dem Parkplatz Probe fahre. Also
Doch, stand die, zumindest die Probefahrt findet hier der Hanna im Schlossergelände statt. Stand das so irgendwo in der Anmeldung dann? Ist das Nein. Aber die Fahrzeuge haben ja keine Zulassung. Also kein Nummernschild, nichts dran. Doch, ein Nummernschild sind sie schon dran, aber keine TÜV-Plakette oder Zulassung von Zulassungsstelle. Das heißt Privatgelände. Ja, also genau. Auf dem Sortimo-Ladepark hier dann. Okay, dann würde ich sagen, dann werden wir es demnächst mal rüberwandern und wir haben beide eine Probefahrt gebucht. Ja, und nachher werden wir dann unsere Erfahrung oder unser Gefühl für das Fahrzeug euch auch nochmal mitteilen. Genau. Hier nochmal die Kerndaten des Sion, wie auch am Stand in Zusmarshausen kommuniziert. Günstiger Einstiegspreis von unter 30.000 Euro, eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 54 Kilowattstunden, wahrscheinlich von BYD, in Verbindung mit einer WLTP-Reichweite von 305 Kilometer. Dazu ein gutes Platzangebot, bidirektionales Laden und als besonderes Feature und Alleinstellungsmerkmal die Solarintegration. Hierbei kamen auch gleich zwei Fragen auf. Wie weit ist das Fahrzeug tatsächlich noch entfernt vom Serienstart, angesichts der in Zusmarshausen gezeigten Integration der Solarpaneelen? Und ist die propagierte Solarreichweite von bis zu 112 km pro Woche wirklich realistisch? Denn dazu müssten die 1,2 Kilowatt installierte Solarleistung ja fast 20 Kilowattstunden Strom pro Woche liefern. Zumindest der im Ausstellungsfahrzeug angezeigten Solarproduktion pro Tag fehlt es nicht an Optimismus. Auf Nachfrage wurde uns allerdings mitgeteilt, dass es sich hierbei um einen symbolischen Platzhalter handelt. Wir nahmen uns natürlich auch Zeit, das Fahrzeug innen und außen ausgiebig zu inspizieren. Tja, und dann kam es natürlich auch zur versprochenen Probefahrt. Da war der erste Erweicher zum Fahren, der ist schon agiler gewesen, pur. Es tut mir leid. 2018, mein lieber Schalli, der hat kumpelt. Also Federung ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ist gut, ja. Das finde ich ganz. Das ist die Firma vom Nick Heidfeld. Der Nick Heidfeld, der macht jetzt Fahrwerkentwicklung. Eigentlich für Rennsportfahrzeuge. Er hat das für uns auch gemacht, weil ihm das Projekt gefällt. Aber Stillstand macht er nicht. Macht er schon, wenn es nicht gerade bergab geht. Also er bremst jetzt nicht noch aktiv. Das ist schon kurz Familienfahrzeug. Aber ist das halt Koma, Mann! Ja, ich wäre auch genau im Markt. 2017 habe ich das Geld angelegt hier. Okay, wow. Die Nummer ist 2, 5 und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin war einer von den ersten gewesen. Wir waren im Crowdfunding, da war das Auto noch gar nicht geboren. Sehr gut. Da war bloß der Sinn geboren, dass es kommt. Ja. Und der Lauming hat mir dann in Stuttgart hat gesagt, ja, und da habe ich dann ein Ioniq Classic Kit. Und dann habe ich gesagt, guck, jetzt fahren wir mit dem. So muss das sein, der muss unter 8 Kilowattstunden sein, so wie ich jetzt da fahre. So, kurzes Fazit. Wir sind beide jetzt 5 Minuten jeweils über den Parkplatz gefahren. Das war die Probefahrt in dem Sion. Konnten uns ein bisschen einen Eindruck verschaffen von dem Fahrzeug im Inneren und ein bisschen von den technischen Daten. Peter, was ist so das Fazit? Also das Auto in sich ist nicht schlecht. Also es wäre schon ein Pluspunkt, wenn das Fahrzeug zu der E-Mobilität dazukommen würde. Aber wenn es jetzt schon 5 Jahre, 6 Jahre dauert, um das Fahrzeug auf die Straße zu bringen, ist das eigentlich schon ein bisschen echt zum Überlegen. Aber das Fahrzeug in sich für eine Kleinfamilie oder so als Zweitwagen, einwandfrei. Platz ist da, Sitz sind in Ordnung, Verarbeitung geht auch, also ist nichts eigentlich einzuwenden soweit. Aber wie gesagt, aber wenn es nicht auf der Straße ist, nützt uns das alles nichts. Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ich meine, der Markt ist da für das Auto. Ja, auf jeden Fall. Also, aber ja, wie weit wir tatsächlich noch von der Serienreife weg sind mit dem, was wir jetzt Probe gefahren haben. Also das Infotainment, jetzt sind ja schon wieder, wo ich die letzte Probefahrt gemacht habe, das war 2018,
in Ulm bis jetzt. Und jetzt haben sie ein neues Infotainment drin. Es funktioniert ja gar nicht. Ja gut, also, es betrifft auch nicht nur, ich sag mal, das Infotainment an sich, also sprich Apple CarPlay und Android Auto, sondern es betrifft auch elementare Sachen im Auto selber mit Reku-Einstellungen, Ladestandsanzeigen. Ja, aber das ist ja wieder ein halbfertiges Auto. Ja. Das ist wieder nichts Halbs und nichts Ganzes. Okay. Nach der Nachfrage von den Solarmodulen, weil das jetzt so wellig ist, hat es Kaiser, ja, da kommt noch extra was drauf. Ja, das Auto zeige ich doch jetzt. Die Kunde soll es doch kaufen, aber da kann ich doch ein welliges Ding und nachher sagen, da kommt noch was. Ja, und die Ladeklappe hinter der Kofferraum, da kommt eigentlich eine andere Klappe hin. Das ist nur, nur notdürftig so gemacht. Also, warum macht man das dann nicht gleich richtig so? Wie es nachher eigentlich in der Serie zum? Jetzt hat man doch 5 Jahre Zeit gehabt. 5 Jahre. Jetzt fängt man schon wieder das Basteln an. Also, ich verstehe es nicht. Deswegen. Also, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, wie gesagt, auch der, wie du schon richtig gesagt hast, der sozusagen der Reifegrad des Fahrzeugs, der, und, wie wir ja schon festgestellt haben, da fällt es halt doch an einigen Ecken und Enden. Und das deutet eben darauf hin, dass wir eben noch wesentlich länger von der Serienfertigung entfernt sind, wie die 8 Monate oder das eine Jahr, sondern ich fürchte, dass da, wenn überhaupt, also wenn dieses Crowdfunding funktioniert, wenn genügend Investoren da sind, dass dann nochmal 2 Jahre ins Land gehen, bevor da wirklich mal ein echtes Fahrzeug, also ein richtiges Serienfahrzeug irgendwo vom Band rollt. Aber das Auto ist immer noch halbfertig. Ich verstehe das nicht. Warum ist das Augenmerk 100% das Auto? Es sind immer abgesplittete Sachen, wo eigentlich nicht mehr zum Auto dazugehören. Verstehe ich nicht. Also, es wäre so schön, wenn das Fahrzeug gäbe, dort. Viele Leute hätten es ja schon anzahlt, sonst wäre die Begeisterung ja gar nicht so groß. Aber verstehe das überhaupt nicht, dass man das jetzt so aufgesplittet hat, dass das Auto eigentlich bloß ein Beiwerk ist. Ja. Warten wir es ab, wie es weitergeht mit Sono Motors. Sache bleibt spannend. Ja. Skepsis, Zweifel bleiben bei uns auf jeden Fall nach der. Die Hoffnung besteht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Wir bleiben dran am Thema Sono Motors und empfehlen euch gleichzeitig den Kanal von Michael Schmidt, der das Thema schon seit längerem ausführlich begleitet. Link findet ihr oben und in der Videobeschreibung.